Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es den mittlerweile 10. Flottendreier, die Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorstelle. Viel Spaß mit dem Video! Der mittlerweile 10. Flotte Dreier ist ein kleines Jubiläum für mich und es ist schön zu sehen, dass dieses Format euch so lange gut gefällt. Danke dafür. Beginnen wir heute mit einem Geheimtipp in Sachen Messer von mir. Ein Neckknife von Toknife. Neckknives haben die Aufgabe, gut zu schnitzen und Essen klein zu schneiden, ohne dabei viel zu wiegen oder Platz wegzunehmen, um sie zum Beispiel am Hals, also Neck, tragen zu können. Die Devise lautet also klein, praktisch und transportierbar. Das Neck von Toknife bietet mir genau das. Es wiegt knapp 40 Gramm, hat eine Klinge von 3,4 cm und ist aus rostfreiem Stahl. Insgesamt ist es knapp 13 cm lang und hat einen Zweifingergriff bei meiner Handgröße und ein Lanyard-Hole am Ende. Oben am Messer ist ein kleines Jimping und unten ein kleiner Abrutschschutz. Die Klinge ist als Flachschliff designt und spitz zulaufen. Der Griff ist aus rutschfestem GC-Material. Die Verarbeitung hat mich überrascht, denn dieses Messer ist top gemacht. Es schneidet toll, auch größere Sachen wie Gemüsezwiebeln und es macht Spaß, es in der Hand zu haben. Einziger Kritikpunkt meinerseits, da ich an Kydex-Scheiden gerne herumspiele, hat sich auch diese mit der Zeit als klapprig erwiesen. Das Messer wird nach wie vor gehalten, aber es klappert halt leicht in der Kydex-Scheide. Das schaffe ich allerdings auch bei einem Mora-Messer, somit ist das für mich kein Kritikpunkt. In nächster Zeit werde ich mich etwas mit Kydex beschäftigen. Das Messer kann ich also absolut empfehlen für jeden, der ein kleines Neckknife sucht bzw. einen treuen Schnitz- und Kochbegleiter. Als zweites haben wir eine Sockenempfehlung von mir. Ja, auch Socken können bei langen Wandertouren sehr wichtig sein. Die Tiptex 24 Trekking Socken haben mich jetzt schon mehrmals begleitet, sowohl auf der ersten Westwegtour als auch auf der zweiten. Gute Qualität für einen kleinen Preis. Sie bestehen aus 40% Polyester, 30% Baumwolle, 27% Polyamid und 3% Elastan. Dabei haben sie eine Polsterung am Fußbett. Dies merkt man beim Auftreten und sie fühlen sich dadurch angenehm an. Hervorzuheben ist die schnelle Trocknung, die mir aufgefallen ist. Insgesamt fühlen sich die Socken komfortabel an und verhindern bis zu einem gewissen Grad Blasen, so wie dass sie auch mal am Lagerfeuer warm halten. Einfach gute Outdoor-Socken für ein kleines Geld. Als drittes habe ich einen Tipp eines Zuschauers, den ich umgesetzt habe. Auf meinen Touren habe ich früher Hirschtallcreme mitgenommen, um den sogenannten Wolflaufen entgegenzuwirken. Das ist eine Scheuerung der Schenkelinnenseiten beim übermäßigen Wandern. Dies kann man super verhindern, indem man eine Radlerhose bzw. elastische Shorts anzieht. Die Jacko Shorts Basic 2.0 besteht aus 94% Polyester und 6% Elastan, ist eng anliegend und in mehreren Größen sowie 7 Farben zu haben. Natürlich auch in meiner Lieblingsfarbe Rot. Sie trägt sich sehr angenehm und ist günstig sowie qualitativ sehr gut verarbeitet. Das hat mir sehr gefallen. Somit habe ich eine günstige und bequeme Wandershorts, die das Wolflaufen verhindert. Was will ich auf meinen Wandertouren mehr? Ich hoffe, der 10. Flotte 3 hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keinen Flotten 3 mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.